Vertriebsfunk, der Podcast zu den Themen Vertrieb, Recruiting und Karriere. Herzlich willkommen, mein Name ist Christopher Funk. Heute möchte ich dir was erzählen über meinen letzten Urlaub, weil es immer eh das Spannendste. Diesmal vielleicht aber schon, weil ich hab eine Tour alleine gemacht. Und zwar bin ich einen Teil des E5 gegangen, des europäischen Fernwanderwegs, der über die Alpen führt. Das heißt, an 9 Tagen bin ich quasi von Österreich, von Imst, rüber nach Meran. Das ist nur ein Bruchteil des E5, also insgesamt hat der 600 Kilometer, aber ist halt der Teil, wo es ziemlich viel rauf und runter geht. Und ich habe mich dann auch bewusst dafür entschieden, diesen Weg alleine zu gehen. Bin auch weite Teile wirklich alleine unterwegs gewesen, außer auf den Hütten, da ist natürlich immer was los. War echt ein ganz grandioser Trip und ich habe eigentlich auch wenig gelesen, außer halt in dem Reiseführer, in dem Wanderführer immer die nächste Etappe. Ich habe ab und zu mal Dan Carlin gehört, grandioser Geschichtspodcast, richtig krass, gut, da hat eine Folge 4 bis 5 Stunden. Davon habe ich mir Teile reingezogen, weil ich halt diese Erzählweise sehr, sehr mag. Gut, man wird da natürlich ein bisschen beschämt, weil so wie der das macht, werde ich das nie hinkriegen. Aber man kann ja sein Bestes geben. So, und heute möchte ich dir in ein paar Punkten erzählen, was ich so mitgenommen habe, was ich denke, dass sich lohnt, mit dir zu teilen. Oder wo du dann auch vielleicht was für dich mitnehmen kannst. Es war also insgesamt was ein grandioser Trip. Ich stelle noch ein paar Fotos in die Shownotes, wenn du bei Facebook gucken willst, Christopher Funk. Da findest du auch noch ein paar andere Videos und Fotos und so weiter. Also war schon cool. Wetter war teilweise grenzwertig, aber da komme ich gleich noch zu. Ich habe schon von anderen Bergwanderungen eigentlich immer was mitgenommen, was ich hier im Podcast erzählt habe. Also da gibt es zum Beispiel eine Karriere so ist wie eine Bergwanderung, warum Aufgeben dämlich ist oder Choose Your Battles von meiner letzten Wanderung mit meinem guten Freund Dieter. Also da gibt es schon ein paar Sachen, ne, weil das ist eine andere Art des Denkens und natürlich auch der Konversation, wenn man mit anderen unterwegs ist. Hier war es ja jetzt speziell, weil ich alleine unterwegs war. Und ich muss mal gucken, ob ich das jetzt richtig rüberbringe. Also es geht hier um den Weg und das Ziel. Und das Ziel und den Weg. Und der erste Punkt, der mir eigentlich auch schon am ersten Tag so klar geworden ist, ist, dass der Weg ist wichtiger als das Ziel. Der Weg ist wichtiger als das Ziel. Weil du hast ein Ziel, klar, und du bewegst dich darauf zu und du gehst deinen Weg. Du gehst den schnell oder du gehst den langsam, du gehst den alleine oder zusammen. Mit Pausen oder ohne, aber du gehst deinen Weg. Ne? Und alte, junge, dicke, dünne, fitte, unfitte, humpelnde, teilweise sogar blinde mit Unterstützung, alle gehen ihren Weg. Und alle kommen ans Ziel. Was auch immer dieses Ziel ist. Wichtig ist aber, dass du deinen Weg gehst, dass du das Ziel vor Augen hast und dass du diesen Weg, und das ist, glaube ich, der Punkt, beim Gehen erfährst und genießt. Also das Ziel ist natürlich wichtig, da komme ich dann nochmal zu, aber der Weg ist natürlich wichtiger, weil du dich natürlich auch auf diesem Weg veränderst und weil der Weg ja auch dein Leben ist. Und wenn du diesen Weg nicht wirklich lebst und erfährst mit all deinen Sinnen, dann geht ja irgendwie dein Leben auch an dir vorbei. Und das Wandern ist, finde ich, eine sehr, sehr schöne Symbolik dazu. Ne? Entscheidend ist natürlich, dass du losgehst. Ja, wenn du nicht losgehst, kannst du den Weg nicht erfahren und du kannst auch nie ans Ziel kommen. Ne? Dirk Reuter hat mal gesagt, das Gegenteil von Erfolg ist nicht Misserfolg, sondern das ist Nichtstun. Nichtstun in dieser Bilderwelt würde bedeuten, dass du nicht losgehst oder nicht weitergehst, sondern stehen bleibst. Ja? Oder ich habe auch mal den Satz gehört, zwischen Mittelmäßigkeit und Exzellenz liegt die Konsequenz. Zwischen Mittelmäßigkeit und Exzellenz liegt die Konsequenz. Ne? Und Konsequenz bedeutet, dass du halt Schritt für Schritt, egal wie dein Tempo ist, egal wie anstrengend, wie schwierig es ist,
wie unklar es ist, dass du halt Schritt für Schritt dich in die richtige Richtung bewegst, konsequent. Weil das siehst du auch oft bei Wanderungen, da gibt es Leute, die sind unglaublich schnell unterwegs und manche Leute sind sehr, sehr langsam unterwegs und ja, dann geht man auch mal schnell in die falsche Richtung, wenn man sehr schnell unterwegs ist oder man holt sich eine Verletzung oder man ist halt auch früher ausgepowert einfach. Und oft ist es so, dass die Leute, die früh losgehen und einfach ihr Tempo Stück für Stück durchgehen, die sind, die dann auch sehr sicher zum Zeitpunkt, der geplant ist, ins Ziel kommen. Ja, also es geht nicht darauf, am schnellsten vorwärts zu kommen, nicht am schönsten, sondern Schrittchen. Also bei mir ist es auch so, wenn es steil den Berg hochgeht mit Gepäck in der Höhe, dann ist es wirklich Schrittchen für Schrittchen für Schrittchen. Und letztens war der Axel Walz hier zum Interview und der war auch in den Anden und gesagt, dass er eigentlich nur immer kleinen Schritt, Luft holen, wieder kleinen Schritt und dass er im Endeffekt die am Anfang vor ihm an ihm vorbeigezogen sind, dass er die alle irgendwann überholt hat und dann doch der Erste war, der dann oben auf dem Berg war, weil er einfach konsequent seinen Weg gegangen ist. Also, der Weg ist wichtiger als das Ziel, weil wir auf dem Weg quasi unser Leben leben und halt all die Dinge ja, leben, die halt das Leben ausmachen. Ja, und das zu erfahren auf dem Weg. Ja, der einfach und schwierig sein kann, der schmerzhaft sein kann, der uns auch mal zurückwerfen kann, das macht halt das Leben aus. Und es ist aber halt entscheidend, dass du diesen Weg gehst, ne? Dann komme ich jetzt beim zweiten Punkt auf das Ziel. Das Ziel bestimmt deinen Weg, ja, aber der Weg bestimmt dich. Das habe ich ja gerade schon gesagt, ne? Also, weil das Ziel ist definiert. Also bei mir bei der Wanderung war irgendwie das erste Ziel war ein Ort namens Pillar, eine Location namens Neuamerika. Also die Koordinaten lagen fest, war auch in meinem Navigationssystem drin. Aber wie es da aussieht wirklich, davon hatte ich nur eine sehr vage Vorstellung, ne? Verpeilhütte, ja, da habe ich mal ein Foto gesehen, aber wie es da aussieht und wie ich das finde. Davon hatte ich nur eine sehr vage Vorstellung. Und das ist ja mit unseren Zielen auch oft so. Ja? Alles, was in der Zukunft liegt, ist sehr verschwommen. Und es gibt halt ein Phänomen in unserem Kopf, das habe ich, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Wir können nicht vorhersehen, wie wir uns in der Zukunft fühlen werden. Wir können nicht vorhersehen, wie wir uns in der Zukunft fühlen werden. Das heißt, wir stellen uns irgendwelche Ziele vor. Und stellen uns vor, wenn wir dieses Ziel erreicht haben, dass wir uns dann glücklich fühlen. Aber ob das so ist oder nicht, wissen wir nicht. Ja, und das ist halt auch wichtig zu wissen. Du hast ja ganz oft haben Leute, die haben dann plötzlich ein Ziel erreicht und sagen, boah, jetzt habe ich das. Jetzt habe ich endlich das Haus, das Auto, die Frau, was weiß ich. Und dann stehen sie da und sagen, ja, aber irgendwie bin ich jetzt doch nicht glücklich. Oder irgendwie ist es jetzt doch nicht das, was ich haben wollte. Und fangen dann halt wieder an loszurennen. Ne? Also wie sich das Ziel anfühlt, das ist immer unsicher. Und das merkst du eigentlich erst, wenn du wirklich da bist. Ne? Und oft ist es halt anders, als du es dir vorgestellt hast. Manchmal ist es schöner, manchmal ist es einfach anders. Ne? Aber ob es dann das ist, was du dir gewünscht hast, das ist halt nicht klar. Und deswegen ist das Ziel nicht entscheidend, sondern das Bewusstsein, mit dem du dich darauf zubewegst. Ja, in der Bewegung, im Ringen mit den Umständen und mit dir selbst, weil das ist ja auch immer schwer und teilweise schmerzhaft und unangenehm und schwierig und du bist außer Atem und willst nicht mehr weiter, willst umkehren. Also im Ringen mit den Umständen und mit dir selbst veränderst du dich selber so sehr, dass das Erreichen des Ziels, wenn es dann soweit ist, wenn du dann da bist, oft gar nicht mehr der entscheidende Punkt ist. Ja? Und sich das bewusst zu machen, ist halt wirklich wichtig, weil ganz viele Leute halt so zielfokussiert sind, dass sie dabei vergessen, den Weg als das Entscheidende wahrzunehmen. Weil der Weg ist, die meiste Zeit verbringen wir uns auf dem Weg und die kürzeste Zeit ist da, wo wir in dem Ziel sind. Weil nach dem Ziel kommt ja meistens wieder ein anderes Ziel. Ne? Ja, und wenn du das vergisst, dann rauscht irgendwie das Leben an dir vorbei und
Es ist eigentlich schon ein Rezept für Unzufriedenheit. So, kleiner Einschnitt. Ich habe das Ganze hier so engagiert eingesprochen, dass ich doch glatt unseren Sponsoring-Partner Blinkist vergessen habe. Über den wollte ich heute auch noch was erzählen. Wenn du Blinkist noch nicht kennst, das ist eine App oder ja auch eine Website, die ich selber sehr, sehr intensiv nutze. Und zwar ist das ein Service, der Bücher zusammenfasst. Die haben jetzt über 2500 Sachbücher zusammengefasst, so in 12 bis 15 Minuten. Das heißt, du kannst eine Zusammenfassung lesen und das ist deutlich mehr als ein Klappentext, oder du kannst es dir auch vorlesen lassen. Und das ist eigentlich das, was ich immer mache. Ja, du kannst als Partner oder als Hörer vom Vertriebsfunk kannst du das Jahresabo mit einem deutlichen Discount von 25% bekommen und du kannst das alles natürlich kostenlos testen. Also ich nutze Blinkist sehr intensiv, vor allen Dingen, wenn ich im Auto sitze oder wenn ich halt wieder Zeit habe, wirklich intensiv was zu hören. Ich habe mir hier schon eine Liste zusammengestellt, die habe ich gerade mal rausgesucht von den Sachen, die ich jetzt demnächst hören werde. Und das sind eine ganze Menge, aber ich werde die wahrscheinlich bei einer mittellangen Autofahrt alle hinbekommen. Also das erste zum Beispiel Daniel Kahnemann, das Originalbuch habe ich übrigens auch hier, aber ich habe es nicht gelesen, weil das Ding hat über 600 Seiten und das werde ich wahrscheinlich in absehbarer Zeit nicht schaffen. Ich habe jetzt einzelne Kapitel mir rausgenommen, aber ich werde jetzt unbedingt nochmal die Zusammenfassung bei Blinkist hören, die übrigens 21 Minuten ist, weil das halt ein dicker Wälzer ist, aber 21 Minuten gegen über 600 Seiten ist echt cool. Dann ist auch zum Beispiel von Chad Holmston The Ultimate Sales Machine. Super cooles Buch. Habe ich schon gelesen, werde ich mir aber trotzdem zusammen was nochmal reinmachen, weil ich viele Sachen schon wieder vergessen habe. Oder dann, wir haben ja über Spin Selling mehrere Folgen gemacht. Auch da gibt es jetzt eine 15 Minuten Zusammenfassung. Das Buch Positioning von Al Rees und Jack Trout, wie Markenunternehmen in übersättigten Märkten überleben, ist ein absoluter Klassiker, hier in 12 Minuten. Oder ein anderes Marketingbuch von Chip Heath, auch super bekannt, und Dan Heath, Made to Stick, steht bei mir auch in der Bibliothek, habe ich aber noch nicht gelesen, ist jetzt als nächstes mal dran, hier in 15 Minuten. Oder Coaching Salespeople into Sales Champions von Keith Rosen, kannte ich auch noch nicht, habe ich mir jetzt auch auf die Liste gesetzt. Vorlesedauer 12 Minuten. Ja, und so, oder hier David Ogilvy, Geständnis eines Werbemannes, wollte ich schon immer mal lesen. Und da werde ich mir jetzt erstmal die Zusammenfassung vorlesen lassen. Das finde ich sehr cool. Und dann gibt es von Gary Vaynerchuk, die Thank You Economy, wusste ich noch gar nicht, das Buch kannte ich noch gar nicht von ihm. Die anderen beiden habe ich gelesen. Ja, und von Robert Cialdini gibt es das neue Buch auch schon. Von dem habe ich ja auch schon mal eine Zusammenfassung gemacht. Das Buch heißt Persuasion, wie sie bereits vor der Verhandlung gewinnen. Mega spannend. Also da ziehe ich mir jetzt erstmal die Blinkist-Zusammenfassung rein. Und wenn ich merke, da was das da drin ist, dann kaufe ich mir wahrscheinlich auch das Buch und das Hörbuch. Und wenn es gut läuft, dann kommt das dann demnächst sogar am Vertriebsfunk. So, also das ist das, was du kriegst bei Blinkist. Im Ende sind immer noch ein paar Handlungsanweisungen drin und so weiter. Also ich finde das genial, um seinen Horizont zu erweitern und vielleicht auch zu entscheiden, ob man sich mit einem Buch intensiver beschäftigt und man sagt, okay, manchmal reicht das ja auch, was da drin ist. Also es gibt zum Beispiel das Buch Launch, da reichen eigentlich die 15 Minuten Zusammenfassung, muss man das Buch eigentlich nicht lesen. Bei anderen Büchern ist es natürlich schon, ja, bei Cialdini zum Beispiel, das muss man sich dann, glaube ich, irgendwann schon reinziehen. So, ja, und wie gesagt, wir haben eine Partnerschaft von Vertriebsfunk und Blinkist. Das heißt, als Hörer vom Vertriebsfunk kannst du auf blinkist.de/Vertriebsfunk 25% auf das Blinkist Premium Jahresabo bekommen. 25%. Blinkist buchstabiert sich Blinkist, also blinkist.de/Vertriebsfunk 25% auf das Jahresabo. Du kannst alles vorher kostenfrei testen. Schau dir mal an, was da für coole Bücher drin sind. Also für mich ist das eine wahre Fundgrube und eine Inspiration. Also das ist echt ein cooles Ding. Bin ich froh, dass das unsere Partner sind. So, zurück zur Folge.
Oft ist es ja auch so, dass das Ziel klar ist, ne, aber dass der Weg auch noch gar nicht so klar ist. Also das ist bei mir jetzt oft so gewesen. Also die Wege dort sind wirklich meistens sehr, sehr gut markiert, aber wenn du Nebel hast und es regnet und so weiter, dann siehst du manchmal nur die nächste, vielleicht auch nur die übernächste Markierung. Und du tastest dich so Stück für Stück deinen Weg entlang. Ja? Und meistens merkst du dann auch, dass der Weg zum Ziel deutlich länger ist. Also bei mir war das ganz oft, dass der Weg eigentlich immer länger war, als ich es mir vorgestellt habe. Vor allen Dingen so die letzte Stunde, die letzten 2 Stunden vorm Ziel. Und dass es deutlich anstrengender ist. Also ich mache ja relativ viel Sport. Ich denke, ich bin auch einigermaßen fit, aber das hat mich schon, ja, es hat mich schon angestrengt. Mir hat auch wirklich alles wehgetan abends. Und am nächsten Morgen erst recht. Ja, so, aber wenn ich habe ja jetzt gesagt, der Weg ist wichtiger als das Ziel, aber das Ziel ist halt, ja, das darfst du halt nicht weglassen, ne? Also wenn man sagt, beim Auto ist der Motor wichtiger als die Räder, jo, das ist wahrscheinlich so, aber ohne Räder geht es halt auch nicht, ne? Und das Ziel, das hilft dir halt voranzukommen, weil sonst würdest du gar nicht loslaufen oder würdest nur im Kreis laufen, ne? Sam Ovens sagt: Du brauchst ein Ziel. You need a goal to collapse infinite options into a controllable range. Also du brauchst ein Ziel, um halt die unendlichen Möglichkeiten, die es gibt. Ja, du kannst ja im Prinzip in jede Richtung gehen. Aber wenn in dem Moment, wo du ein Ziel vor Augen hast, steht eine Richtung fest und die unendlichen Möglichkeiten, die du vorher hattest, beschränken sich nur noch auf einen Zielkanal. Ne? Und erst dann kannst du deine Energien auch wirklich richtig einsetzen. Ne? Und deswegen sind Ziele halt so wichtig, um dich wirklich dann auch in ein kontrollierbares Feld zu bewegen, in dem du dann halt auch deine beschränkten Kräfte ausleben kannst. Aber wie gesagt, Ziele sind nicht alles, sie sind nur ein Hilfsmittel, um deinen Weg zu gehen und um das zu bekommen, was du verdienst. Ja, ganz viele Leute sind mega, mega fleißig, hängen sich rein, geben alles, aber sie haben halt kein Ziel und deswegen verpufft die Energie in ganz viele Richtungen. Ja, und deswegen ist es so wichtig. Das war der zweite Punkt. Also der erste Punkt war, das Ziel ist, der Weg ist wichtiger als das Ziel. Der zweite ist, das Ziel bestimmt den Weg, aber der Weg bestimmt und entwickelt dich. Der dritte Punkt ist, und das ist mir jetzt auch nochmal im wahrsten Sinne des Wortes schmerzhaft bewusst geworden: Schmerzen sind temporär. Also ich hatte eigentlich nach dem zweiten oder dritten Tag Blasen. Ich habe sonst nie Blasen beim Laufen. Nie. Also seit der Bundeswehrzeit hatte ich eigentlich nie Blasen. Ich hatte jetzt vorne am kleinen Zeh Blasen und es haben meine beiden Zehennägel von den großen Zehen haben angefangen, sich abzulösen. Also sie waren wirklich blutunterlaufen und haben gesuppt und waren wirklich sehr schmerzhaft. Und ich habe im Prinzip die zweite Hälfte der Tour, wirklich bin ich hier, habe ich jeden Schritt unter Schmerzen gemacht. Aber das ist jetzt eigentlich weg. Also das musste ich mich jetzt wieder bewusst daran erinnern, bevor ich diese Show gemacht habe, weil das vergisst du. Du erinnerst dich an ganz andere Sachen. Schmerz ist temporär. Es sei denn, du hast jetzt irgendwie eine chronische Krankheit oder irgendwelche wirklich ganz, ganz schlimmen Sachen, aber so der normale Schmerz, den du jetzt von Blasen hast oder sonst irgendwelchen Sachen, oder weil halt was schwierig ist oder weil du dich ärgerst oder weil du dich mit unangenehmen Leuten rumärgern musst, weil du Sachen machen musst, die du nicht gerne tust, Sachen, die unglaublich anstrengend sind, das ist temporär. In dem Moment, wo du über den Berg drüber bist, in dem Moment, wo du die Schuhe ausziehst, ist dieser Schmerz vergessen. Und ich muss mich wirklich wieder bewusst daran erinnern. Ja, also dass unser Gehirn ist da so gemacht, dass du dich daran eigentlich nicht mehr erinnerst. Ja, wenn der Schmerz jetzt nicht die Haupttriebfeder wäre, also wenn ich jetzt irgendwie einen Spiralbruch an der Wade gehabt hätte, wäre es wahrscheinlich was anderes, aber diese, sagen wir mal, untergeordneten Schmerzen, diese Anstrengungsschmerzen, diese Abnutzungsschmerzen, die sind vergessen. Und das vergisst man oft, ne? Viele Leute brechen dann halt ab, sagen, nee, mir tut mein Fuß weh, ich gehe nicht weiter. Aber eigentlich spielt es gar keine Rolle. Ja, also man hätte jetzt einfach noch mal eine Stunde weitergehen können und dann wäre es auch gut gewesen. Das ist, glaube ich, auch noch mal ganz, ganz wichtig. Ganz viele Leute geben einfach zu früh auf, weil es halt wehtut, weil es anstrengend ist, weil es unangenehm ist. Und erst dahinter wird es eigentlich richtig spannend. Das ist, glaube ich, wichtig. Das wichtig bleibt, ist, dass du dich halt darauf einlässt. Und der vierte Punkt,
hoffe mal, der letzte Punkt für euch, ja, ist, dass du deinen Weg gehen musst. Also ich habe mir auch eine besondere Route da ausgesucht, die ich gegangen bin. Ich wollte auch jetzt nicht diesen Haupt-E5 gehen, der auch relativ überlaufen ist. Und ich war wirklich, eigentlich 3 Tage war ich wirklich komplett allein unterwegs. Da habe ich auch niemanden getroffen, den ganzen Tag, von morgens bis abends. Was ist der Unterschied zwischen einem TV-Bericht über eine Alpenüberquerung und einer Alpenüberquerung, die du selber machst? Ja, das ist eigentlich eine triviale Frage, ne? Also das ist wirklich was vollkommen anderes, ob du jemand anderen dabei zuguckst, wie er etwas tut, sondern ob du es selber machst und selber erlebst. Und ja, meine Aufforderung ist, schau dir nicht an, was andere Leute tun, und wenn nicht die meiste Zeit, sondern mach selber was. Steh nicht an der Seitenlinie, sondern spiel dein eigenes Spiel. Ich höre das immer wieder von Leuten, die sagen, ich vertreibe mir die Zeit. Das finde ich ganz schlimm vom Wort. Ja, weil Zeit ist das Wertvollste, was wir haben. Und sich selber die Zeit vertreiben, also dieses wertvolle Gut auch noch irgendwie versuchen, also zu entwerten, finde ich ganz schlimm. Da gehört auch immer das dazu, was ich immer sage, was lässt du in deinen Kopf? Ne? Also wenn du 3 Stunden am Tag Fernsehen guckst, das ist halt auch Zeitvertreiben und du drückst dir noch eine ganze Menge komische Sachen in den Kopf. Also ich habe jetzt wirklich 9 Tage lang überhaupt keinen Fernsehen geguckt, keine Nachrichten und das tut auch gut. Ja? Also auch das ist wichtig. Ne? Also es geht darum, deine Zeit zu leben in vollen Zügen, ne? Auch wenn es schwierig ist, auch wenn es unangenehm ist, auch wenn es mal gefährlich ist, sondern wirklich jeden Schritt deiner Reise, egal wo sie dich hinführt, bewusst zu gehen. Ne? Sam Ovens sagt, hat einen Begriff, der sagt, das heißt GIGO, Garbage in, Garbage out. Also was du an Müll in deinen Kopf reinlädst, der Müll kommt halt auch wieder hinten raus. Ja, und deswegen ist wichtig, möglichst wenig Müll und schlechte Sachen in deinen Kopf zu lassen. Und interessanterweise, ich bin ja dann, also der E5 mündet dann in den Meraner Höhenweg. Und ich war dann eine Nacht in Karthaus, das ist so ein ehemaliges Karthauserkloster, die da wohl auch offensichtlich viel geschwiegen haben, also ein Schweigegelübde hatten. Und auf dem Weg sind dann immer so Plaketten mit Zitaten und ich fand das auch sehr, sehr passend, weil ich ja dann quasi so, ja, so Richtung Ende meiner Reise ging und irgendwie hat das dann auch wieder gut gepasst. Ne? Also ich glaube auch dieses mit sich allein sein, also sich selber auch anzunehmen, ist auch sehr, sehr wichtig, um halt auch mit seinem Umfeld gut klarzukommen. Ne? Und das erste Zitat, das ich gesehen habe, war, schaffe Stille um dich herum, wenn du deine eigene Seele singen hören willst, von Arturo Graf. Schaffe Stille um dich herum, wenn du deine eigene Seele singen hören willst. Und das nächste, was dann kam, war, erst in der Stille beginnt man zu hören, von Philipp Gröning. Und Ralph Waldo Emerson kam dann noch, lasst uns schweigen, um das Flüstern der Götter zu hören. Also ist auch nochmal ein Appell, sich halt auch selber Auszeiten zu nehmen und halt, wenn mal nichts passiert, sich dann nicht die Zeit zu vertreiben, sondern ja, sich mal der Stille hinzugeben, um das Flüstern der Götter zu hören. Da kann man doch mal sich ein paar Minuten mit vergnügen, oder? Und dann bin ich noch, als ich so eine relativ lange Steigung hoch bin, war ein Spruch von Josef Beuys, im Wanderer steckt einer, der seine Entwicklung nicht beendet. Im Wanderer steckt einer, der seine Entwicklung nicht beendet. Und das kann man auch sehr gut, finde ich, im übertragenen Sinne für diese Folge sehen mit dem Weg, den wir gehen. Ne? Und auf der Verpeilhütte ist eine Kapelle. Und interessanterweise steht über der Kapelle der Spruch, sorge dich nicht, lebe. Und das ist nicht aus der Bibel. Aber ich mag den Spruch auch, sorge dich nicht, lebe. Ist doch ein gutes Schlusswort für dieses Kapitel. Ich freue mich über dein Feedback. Es war jetzt mal, ist eine andere Folge. Es ist natürlich auch eine sehr persönliche Folge. Das ist das, was ich so für mich mitgenommen habe. Mich würde natürlich interessieren, was das mit dir macht, ob du damit was anfangen kannst. Deswegen freue ich mich über dein Feedback, über die bekannten Kanäle, also gerne, am besten funktioniert eigentlich immer Xing und LinkedIn, Christopher Funk von Xenagos,
Aber natürlich auch Facebook kannst du mich erreichen. Du kannst auch in meine Facebook-Gruppe kommen. Also einfach mal nach Facebook-Gruppe oder Gruppe bei Facebook und Christopher Funk suchen und das mit mir diskutieren. Ich mache da auch gerne nochmal eine Frage- und Antwort-Session. Ich danke dir, dass du mir zuhörst. Ich danke dir, dass du ja auch ein Stück meines Weges mit mir zusammen gehst. Und ich höre ja auch von dir ab und an über verschiedene Kanäle, über iTunes-Rezensionen und über E-Mail oder Xing oder LinkedIn. Und ja, nochmal mein Dankeschön an dich, dass du mir zuhörst, dass das was mit dir macht, dass es dich ein Stück weiterbringt, weil sonst würdest du es wahrscheinlich nicht tun. Ich freue mich, dass du mein Hörer bist, dass wir damit auch verbunden sind auf diesem Weg. Und ich freue mich schon auf das nächste Mal mit dir. Und bis dahin viel Spaß auf deinem Weg. Gib alles, dein Christopher Funk. Tschüss. Wenn du noch mehr lernen willst über Karriere, Vertrieb, mehr Umsatz und sicheres Wachstum, dann schau dir doch noch ein paar andere Videos an, die wir hier haben. Oder abonniere den Kanal, dann wirst du automatisch informiert, wenn was Neues kommt und du verpasst keine Folge mehr.